Wir übertragen das ja auch auf Twitter, also wie sich's heutzutage gehört, und wie gesagt, die Fragen dann schriftlich. So, es ist 13 Uhr, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz zur Förderung von Forschungsvorhaben zu Spätsymptomen von Covid-19, sogenannten Long-Covid. Und heute wollen wir Ihnen die Bekanntgabe von Förderempfehlungen präsentieren. Und wir freuen uns, dass wir auch heute bei dieser PK einen Gast begrüßen dürfen, Herrn Professor Holger Schünemann. Sie sind Professor für klinische Epidemiologie und innere Medizin und Sie lehren nicht in Deutschland, sondern in Kanada an der McMaster University. Und herzlich willkommen. Ich will kurz zu Ihnen etwas sagen. Sie beschäftigen sich sehr stark und seit langen Jahren mit der Methodik und von medizinischen Handlungsempfehlungen. Sie haben dabei eine Vielzahl von medizinischen Handlungsempfehlungen. Das spielte hier im Laufe der letzten Monate bei uns auch eine Rolle, mitverfasst und sind Autor von über 700 wissenschaftlichen Publikationen. Herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Und grüßen will ich natürlich auch, diesmal zugeschaltet aus Ihrem Wahlkreis, die Bundesforschungsministerin Frau Anja Karliczek. Und ich würde Sie bitten, Frau Ministerin, diese PK zu eröffnen. Ja, vielen Dank, Herr Scharlach. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Professor Schünemann, ich freue mich auch, dass Sie heute dabei sind, weil Sie ja uns immer auch noch mal viel Hintergrund geben können zu den Förderungen, die wir heute ausloben. Insgesamt müssen wir ja sagen, die Pandemie ist noch nicht vorbei und die Zahlen und Statistiken, die wir so täglich vom Robert-Koch-Institut erhalten, zeigen uns doch sehr deutlich, dass sich insbesondere auch in der jüngeren Altersgruppe die Infektion weiterhin ausbreitet. Grund dafür ist die deutlich ansteckendere Delta-Variante, die mittlerweile für fast alle Infektionen in Deutschland verantwortlich ist. Und dann gibt es eben auch eine zweite Zahl, auf die ich mit genauso großer oder vielleicht sogar noch mit größerer Sorge schaue. Das ist die Zahl der an Long-Covid erkrankten Menschen in Deutschland. Jene Patientinnen und Patienten also, die nach einer mit einer Infektion mit SARS-CoV-2 überstanden haben, dann aber noch Wochen später mit den Folgen zu kämpfen haben. Und bleiben diese Folgen dann auch noch über Monate bestehen, so sprechen Expertinnen und Experten dann ja auch vom Post-Covid-Syndrom. Einigen Schätzungen zufolge, und deswegen ist es mir auch so ein großes Anliegen, einigen Schätzungen zufolge trifft es circa auf jeden Zehnten der rund 4 Millionen Menschen in Deutschland zu, die sich mit SARS-CoV-2 angesteckt haben. Und deswegen bedarf es hier eben auch noch weiterer Studien, denn gesicherte Erkenntnisse zur Häufigkeit von Long-Covid-Studien fehlen derzeit. Besonders tückisch ist es, weil langfristige Beschwerden auch dann auftreten können, wenn die Infektion selbst symptomlos oder auch nur mit einem ganz milden Krankheitsverlauf durchlebt wurde. Und auch die Symptome bei Long-Covid sind individuell sehr, sehr unterschiedlich. Häufig sind extreme Erschöpfung, Kopfschmerzen, Atemnot oder auch Konzentrationsschwierigkeiten. Viele können sogar ihren Beruf nur noch eingeschränkt oder auch gar nicht mehr ausüben und sie fühlen sich in ihrem Alltag massiv eingeschränkt. Die unterschiedlichen Symptome und Krankheitsverläufe erschweren deshalb auch die Therapie enorm. Hier fehlen nach wie vor spezifische und auch wirksame Behandlungsansätze. Hinzu kommt, dass bislang weitgehend unbekannt ist, welche Faktoren Long-Covid bzw. Post-Covid-Verläufe begünstigen. Welcher Patient wird also nach einer Infektion schnell wieder gesund und welcher auch erst nach vielen Wochen und Monaten? Und was sind genau die Ursachen für die sehr unterschiedlichen Ausprägungen bei dieser Krankheit? All das macht es sehr schwierig, Long-Covid bzw. Post-Covid von anderen Erkrankungen auch abzugrenzen. Sie sehen alleine an diesen kurzen Ausführungen, wie viele offene Fragen wir noch zu beantworten haben. Und um hier einen Beitrag zu leisten, haben wir Ende Mai eine neue Fördermaßnahme gestartet mit der Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben zu Spätsymptomen von Covid-19. Aus den eingereichten Förderanträgen haben wir nach eingehender Begutachtung von Expertinnen und Experten 10 Projekte ausgewählt, die besonders vielversprechende Ansätze verfolgen und die auch das Thema aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beobachten.
Einen unserer Gutachter darf ich hier ganz herzlich heute bei unserer Pressekonferenz begrüßen. Lieber Herr Professor Schönemann, ganz herzlich willkommen und auch ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, hier bei uns zu sein und dann eben auch noch Fragen zu beantworten. Ursprünglich hatten wir 5 Millionen Euro für diese Forschung eingeplant und es waren noch viele gute Anträge, sodass wir gesagt haben, wenn wir noch ein bisschen mehr drauflegen können, wäre das gut. So sind jetzt 6,5 Millionen im Topf für die guten Anträge und ich freue mich sehr, dass die Forscherinnen und Forscher jetzt mit ihren Vorhaben starten können. Das Forschungsgebiet selbst zu Long-Covid und Post-Covid-Syndromen ist noch sehr jung. Mit der Förderung wollen wir deshalb bestehendes Wissen zusammenführen, es übergreifend auswerten und dann auch weiterentwickeln. Wichtig ist bei der medizinischen Forschungsförderung gerade in jungen Feldern, dass man nicht eindimensional vorgeht, sondern zum Beispiel nach der Therapieentwicklung guckt, sondern dass man eben die ganze Breite der Problematik sich anschaut. Und genauso sind wir natürlich auch hier vorgegangen und damit legen wir jetzt einen Grundstock an Wissen, den wir dann nutzen können und auch Technik und Strukturen, die schon seit Beginn der Pandemie, aber auch schon in Jahren zuvor aufgebaut worden sind. Vielerorts wurden auch hier bei uns in Deutschland und werden auch noch Informationen über Long-Covid gesammelt. Und dieses Wissen wollen wir natürlich möglichst schnell für Behandlung und Versorgung der Menschen einfließen lassen. Der so entstandene Datenschatz erleichtert auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Suche nach den molekularen Veränderungen, welche die Symptome verursachen. Und diese können wichtige Ansatzpunkte dann für wirkungsvollere Therapien liefern. Basis sind die Kohorten, wie sie zum Beispiel auch im Netzwerk Universitätsmedizin aufgebaut wurden. Und da werden eben Behandlungsfälle systematisch erfasst, klinische relevante Daten, Bilddaten, Bioproben gesammelt und damit dann eben auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Bei anderen der ausgewählten Projekte erproben Behandlungsansätze, die jetzt schon vielversprechend sind, zum Beispiel medikamentöse Therapien, Ergotherapien oder auch individuell zugeschnittene Bewegungsprogramme. Bei letzteren werden die Patientinnen und Patienten über mehrere Monate beobachtet und insbesondere auch die Fitnessparameter über Herz-Kreislauf oder auch Lungenfunktion bestimmt. Und wir fördern natürlich eben auch Projekte, die in unterschiedliche Patientengruppen gehören, also die unterschiedliche Patientengruppen im Fokus haben, so zum Beispiel im psychosozialen Bereich oder auch im Bereich der Rehabilitation. Einen Fokus möchte ich noch lenken auf unsere Kinder, denn wichtig scheint mir auch ein Projekt zu Long-Covid bei Kindern zu sein. Das möchte bessere Daten zur Prävalenz bei Kindern und Jugendlichen liefern, ebenso wie diagnostische und therapeutische Leitlinien oder auch spezielle Reha-Programme. Am Ende ist es so, dass alle Ansätze zusammen die Wissenschaft nach vorne bringen und damit die Grundlage von Fortschritt auch im Sinne der Patienten bilden. Denn ich glaube, es ist mittlerweile sehr wahrgenommen, auch in der Gesellschaft, wie schwer die Genesenen und irgendwie ja doch nicht Genesenen darunter leiden. Leider Gottes können wir nicht mit Fortschritt über Nacht rechnen. Wissenschaft braucht Zeit, um am Ende zu gesicherten Ergebnissen zu kommen. Aber eins kann ich hier und heute schon versprechen: Wenn am Ende der Projekte weiter geforscht werden muss, dann werden wir uns dieses Themas annehmen. Dann wird die Wissenschaft die notwendige Unterstützung von uns bekommen, dass sie weitermachen kann, um den Ursachen richtig auf den Grund zu gehen. Denn eins steht fest: Manchmal hat man Glück, dann sind die Wege der Forschung kurz und direkt. Aber in der Regel, und das will ich auch betonen hier, in der Regel sind sie oftmals lang und auch verwoben. Aber auf unterschiedlichen Wegen kommen wir dann trotzdem letztendlich zum Erfolg. Und wenn wir uns an die Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 erinnern, durch das deutsche Unternehmen BioNTech, dann haben auch wir aus unserem Haus über lange Jahre Fördermittel zur Unterstützung der Innovationsfähigkeit gegeben. Und auch bei unseren Long-Covid-Projekten haben wir ja als Kooperationspartner ein Unternehmen mit dabei, das sich als Ausgründung aus unserer langjährigen institutionellen Förderung etabliert hat. Und durch unsere langjährige Förderung der Gesundheitsforschung schaffen wir genau auf diesem Weg eben auch die vielfältigen Chancen für Innovation. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, weil es gibt nicht den Weg, es gibt immer viele Wege, die am Ende zum Erfolg führen. Covid-19 und auch die möglichen Spätfolgen der Krankheit werden für unser Gesundheitswesen noch geraume Zeit Folgen haben.
Und den Long-Covid- bzw. Post-Covid-betroffenen Menschen müssen wir unsere besondere Aufmerksamkeit schenken. Der Einsatz der behandelnden Medizinerinnen und Mediziner und auch das Engagement, das wirklich sehr, sehr starke Engagement der Wissenschaft, kann aus meiner Sicht gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir mit der jetzt anlaufenden Förderung wieder einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass weitergearbeitet werden kann. Und eins vielleicht noch ganz zum Schluss. Eine schwere Erkrankung von Covid-19 und auch das Leiden an Covid-19 ist weitgehend vermeidbar, und zwar durch Impfung. Und diesen Zusammenhang sollten wir immer und immer wieder nennen. Sich selbst zu schützen und alle anderen, das können wir, indem wir uns impfen lassen, wenn wir es noch nicht getan haben. Und darauf möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal aufmerksam machen. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, Herr Professor Schünemann, bitteschön. Stellen wir noch kurz das Bild um. Vielen Dank erst einmal für die Einladung. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ist natürlich eine Freude, heute dann auch bei dieser Pressekonferenz teilzunehmen. Eine ganz kurze Na, jetzt hakt das Bild gerade leider. Mit der man tatsächlich Long-Covid oder das Post-Covid-Syndrom, im Moment ist Long-Covid tatsächlich die gewählte Terminologie, erstmal erfassen sollte. Das fängt tatsächlich damit an, dass die Definition der Erkrankung dieser lange dauernden Erkrankung tatsächlich nicht einheitlich gemacht wird und einige der Anträge, die tatsächlich begutachtet worden sind, befassen sich zum Teil auch damit. Es geht, glaube ich, darum, tatsächlich Marker, wie wir das in der Medizin nennen, zu identifizieren, die uns helfen werden, Patienten und Patientinnen langfristig zu betreuen und auch zu identifizieren und dann auch Therapieerfolge tatsächlich beurteilen zu können. Die Fördermaßnahme, ganz kurz nur, ist, glaube ich, so wie das schon erwähnt worden ist, eine sehr breite Fördermaßnahme, die sich tatsächlich mit den Dingen, die ich gerade beschrieben habe, nämlich zum Teil die Definition und der Identifizierung von Long-Covid befasst, bis zu Therapiemaßnahmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich im Moment sehr wichtig, insbesondere im internationalen Kontext, wo man sich dann gut aufstellen kann. So. Wollten Sie noch etwas, möchten Sie noch etwas hinzufügen, Herr Professor? Ich erstmal nicht. Okay. Ich glaube, ich halte hier erstmal an. Okay, gut. Wir haben aber, glaube ich, keine Fragen vorliegen im Augenblick. Insofern sind wir dann eigentlich schon fast am Ende. Ich würde ganz gerne aber nochmal darauf hinweisen, dass die konkrete Liste der geförderten Projekte sowohl mit der Pressemitteilung verschickt wird, als auch auf der Homepage des BMBF schon ersichtlich ist als PDF. Also wer sich jetzt über die 10 Einzelprojekte etwas näher informieren möchte, die Ministerin hat sie ja schon erwähnt, der kann da noch einige nähere Beschreibungen zu finden, auch wer für diese Projekte steht, welche Universitäten, welche Institutionen diese Forschung jetzt in den nächsten Monaten betreiben werden. Insofern haben wir dann einen sehr guten Überblick, glaube ich, über das, was jetzt in den nächsten Monaten geschieht. Gut, dann es liegen mir jetzt hier keine weiteren Fragen vor. Dann kann ich nur danken für Ihre Teilnahme, Herr Professor Schünemann, und natürlich für die Teilnahme der Ministerin. Ich wünsche alles Gute von dieser Warte aus und ja, bleiben Sie nach wie vor gesund. Haben wir oft gesagt in den letzten 2 Jahren. Und wir sehen uns wieder an dieser Stelle. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen. Tschüss, Herr Schönemann, alles Gute.